UAS7 ist ein Zusammenschluss von 7 forschungsorientierten deutschen Fachhochschulen mit starker internationaler Ausrichtung. Die 7 Hochschulen verfahren nach dem Grundsatz „Gemeinsam sind wir stärker“ und bilden somit eine strategische Allianz. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist einer von 7 guten Gründen, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in München. Die bayerische Landeshauptstadt ist nicht nur in der Kultur und Wirtschaft, sondern unter anderem durch die Hochschule für angewandte Wissenschaften München auch in Wissenschaft, Forschung und Lehre gut aufgestellt. Seit 1999 hat Claudia Eckstaller, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Personalwirtschaft, ihren Traumjob gefunden. Sie lobt an der UAS7-Hochschule besonders die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Als Mutter von 2 Kindern schätze ich an meinem Job die zeitlichen und räumlichen Flexibilitäten. Zum Beispiel bin ich an der Hochschule für Vorlesungen, Sitzungen, Sprechstunden. Und meine Korrekturen und die Vorbereitungen für meine Vorlesungen kann ich auch zu Hause machen, am Wochenende oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Die Hochschule München ist darüber hinaus natürlich eine besonders familienfreundliche Hochschule, wie man zum Beispiel an unseren Kindertagesstätten sieht. Die sind für unsere Mitarbeiterinnen, aber auch für unsere Studierenden offen. Und dort können Kinder betreut werden, während die Studierenden studieren und die Professorinnen und Professoren ihre Vorlesungen halten. Solche Möglichkeiten haben wir beispielsweise auch direkt im Haus mit unseren Eltern-Kind-Zimmer. Dort können Studierende mit ihren Kindern zusammen lernen oder sich auch Studentengruppen treffen und austauschen, und sie wissen immer, wo sich ihre Kleinen gerade aufhalten. Außerdem bietet die Hochschule München noch einen ganz besonderen Service, nämlich einen Dual Career Service. Da können Sie zusammen mit Ihrem Partner nach München kommen und die Hochschule hilft dabei, für Ihren Partner einen attraktiven Arbeitsplatz zu finden. Was mir an meinem Beruf besonders gut gefällt, sind die Freiheiten in der Lehre und in der Forschung, neue Themengebiete zusammen mit den Studierenden zu erschließen und auch weiterzuentwickeln, das Wissen weiterzugeben. Im Zweifelsfalle ein Leben lang in der Weiterbildung mit unseren Studierenden. An UAS7-Hochschulen sind ihre Arbeitszeiten flexibel. Die Hochschulen bieten umfangreiche Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder helfen ihnen gern bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung. Fast alle UAS7-Hochschulen sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert. UAS7 kann Ihnen viel bieten. Die Vielfalt in Lehre und Studium ist einer der 7 guten Gründe, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in Münster. Die Stadt verfügt über eine lange Bildungstradition. Die Fachhochschule Münster bietet gemeinsam mit strategischen Partnern innovative Lehransätze und eine besondere Vielfalt für Studierende und Dozenten. Professorin Dr. Sabine Flamme lehrt im Fachbereich Bauingenieurwesen und weiß, was die Studiengänge an den UAS7-Hochschulen auszeichnet. Wir UAS7-Hochschulen haben den Bologna-Prozess für uns umgesetzt. Wir haben zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge entwickelt mit hoher Qualität. Zudem haben wir für hochqualifizierte Studierende ein Promotionskolleg eingerichtet, wo wir über kooperative Promotionen den Studenten die Möglichkeit bieten, bei uns zu promovieren und nachher in der Wirtschaft oder in der weiteren Wissenschaft sich weiter zu etablieren. Alle UAS7-Hochschulen verfügen über ein sehr breites Spektrum an Disziplinen. Bei uns in Münster sind das 14 Fachbereiche und 80 Masterstudiengänge, und da bietet sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit geradezu an. Ein sehr gutes Beispiel in Münster ist das Kompetenzzentrum für humanitäre Hilfe. Grundsätzlich zeichnen sich die Studiengänge an den UAS7-Hochschulen durch einen hohen Qualitätsanspruch aus. Wir in Münster haben hier ein Zentrum für Qualitätsentwicklung, wo neue Lehr- und Lernformen entwickelt werden und die auch mit den Professoren umgesetzt werden, um einfach eine neue Lernkultur zu schaffen. Diese qualitätsgeleitete Lehre, die neuen Lehr- und Lernformen, für mich besonders aber auch das interdisziplinäre Arbeiten mit Partnern aus der Wirtschaft und auch der Wissenschaft, das sind alles gute Gründe, um sich für eine Professur an den UAS7-Hochschulen zu bewerben. Diese qualitätsgeleitete Lehre, die kompetenzorientierten Lehr- und Lernformen, die Vielfalt und die schier endlosen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft machen die Professur an einer UAS7-Hochschule so attraktiv. UAS7 kann Ihnen viel bieten.
regionale und internationale Firmenkontakte, Wissens- und Technologietransfer sowie zukunftsweisende Forschung gehören zu den guten Gründen, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS-7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel an der Hochschule Osnabrück. Wie alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften im UAS-7-Verbund ist sie forschungsstark. An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik lehrt und forscht Professorin Dr. Angela Hamann-Steinmeier im Fachgebiet Bioverfahrenstechnik. Sie weiß, was angewandte Forschung an einer UAS-7-Hochschule ausmacht. Die UAS-7-Hochschulen sind forschungsstark. Wir an der Hochschule Osnabrück legen wie andere UAS-7-Hochschulen auch besonderen Schwerpunkt auf praxisnahe Forschung. Unsere Professorenteams stehen für eine angewandte, interdisziplinäre, forschungsbasierte Lehre. Viele Unternehmen aus dem In- und Ausland nutzen unser Know-how und unsere Studierenden haben die Gelegenheit, in Projekten in diesen Unternehmen Erfahrung zu sammeln. Alle Beteiligten profitieren davon. Wir setzen wissenschaftliche Kompetenz in direkte Forschungsvorhaben um. Die Unternehmen bekommen wichtige Ergebnisse geliefert und für unsere Studierenden sind diese Erstkontakte mit den bekannten Unternehmen wichtige Etappen für ihre Entwicklung. Wir an der Hochschule Osnabrück sind mit unserem breiten Fächerspektrum, wie alle UAS-7-Hochschulen, eine wichtige Anlaufstelle für die jeweilige Region und weit darüber hinaus. Das belegen auch die zahlreichen Firmenkontakte, unsere eingeworbenen Drittmittel und natürlich die Arbeiten unserer Absolventen und Doktoranden. Wer diese Synergie zwischen Wissenschaft und Praxis in der Forschung spannend findet, ist bei uns genau an der richtigen Stelle. UAS-7 nimmt seine Verpflichtung zu angewandter Forschung und zum Wissens- und Technologietransfer ernst. Die vielfältigen Kontakte zu Firmen ermöglichen ihren Studierenden anwendungsorientierte Abschlussarbeiten und Praktika. Die Transferstellen der UAS-7-Hochschulen unterstützen Sie bei der Stellung von Forschungsanträgen und der Verbreitung Ihrer Forschungsergebnisse. UAS-7 kann Ihnen viel bieten. Die Arbeit in Hochschulnetzwerken ist einer der 7 guten Gründe, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS-7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in Köln. An der größten Fachhochschule Deutschlands werden Netzwerke in vielfältiger Art und Weise gelebt und gestaltet. Hier lehrt und forscht auch Professorin Dr. Michaela Lamberts. Die Bauingenieurin ist seit 2013 an der Fachhochschule Köln und leitet unter anderem den interdisziplinären Forschungsschwerpunkt Green Building. Der Forschungsschwerpunkt ist ein interdisziplinäres Netzwerk innerhalb der Hochschule, das sich mit Fragen rund um die Nachhaltigkeit von Immobilien beschäftigt, von der Planung über die Erstellung bis zum Betrieb. Und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist dabei ungemein wichtig, denn ohne ein breites Verständnis für die Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse an die Immobilie ist Nachhaltigkeit nicht realisierbar. Mein Lehr- und Forschungsgebiet gibt mir die Möglichkeit, direkt vor Ort im UAS-7-Umfeld und anderen Netzwerken an Lösungen zu arbeiten mit Zukunftspotenzial, mich auszutauschen, gemeinsam Forschungsprojekte zu entwickeln und die Lösungen dann auch in der Praxis mit Partnern zu überprüfen. Das empfinde ich als große Bereicherung. An einer UAS-7-Hochschule lernen und forschen zu können, bedeutet Wissensnetzwerke zu knüpfen über räumliche und disziplinäre Grenzen hinweg. Das ist spannend, tief befriedigend und das Besondere an meiner Professur an der Fachhochschule Köln. Die UAS-7-Allianz fördert den Austausch zwischen den Professorinnen und Professoren. Gemeinsam erschließen sie weitere Kooperationspotenziale in nationalen und internationalen Netzwerken für Forschungsaktivitäten oder den Know-how-Transfer in Curriculumentwicklung und Lehre. UAS-7 kann Ihnen viel bieten. Die intensive Betreuung in der Einstiegsphase ist einer der 7 guten Gründe, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS-7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in Hamburg. Die Metropole Norddeutschlands besticht nicht nur durch maritimes Ambiente,
Auch als Studienort ist Hamburg höchst attraktiv. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften und bei jedem anderen UAS7-Partner erwartet sie insbesondere in der Einstiegsphase eine intensive Betreuung und Begleitung. Professor Dr. Jens Weidner beschreibt die Mentoring-Programme für zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Ich lehre Erziehungswissenschaften und Kriminologie an der Fakultät Wirtschaft und Soziales der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und habe noch ein Standbein in der Wirtschaft und betreibe ein kriminologisches Institut. Dieser Theorie-Praxistransfer ist hier gewünscht. Wir sind an einer University of Applied Science, auch von unseren neuen Kollegen, die wir durch Mentoring-Programme supporten. Also wer hier neu zu uns kommt, bekommt hochschuldidaktische Workshops, der bekommt ein Personal Coaching und er wird eingebaut in das Modul Lehren, Lernen, preisgekrönt hier in Hamburg. Eine Unterstützung, die sehr wertgeschätzt wird von neu berufenen. Hochschulprofessor werden oder Professoren werden ist ein Traumberuf. Wer kreative Ideen hat, wer Expertise hat, wird ihn genießen und wir würden uns freuen, wenn wir sie dafür gewinnen können. Ihre UAS7-Hochschule bietet Ihnen in der Einstiegsphase Orientierung mit hochschuldidaktischen Weiterbildungsmöglichkeiten, ob Rahmenbedingungen Ihrer Professur, rechtliche Vorgaben oder Voraussetzungen für Nebentätigkeiten, klar aufbereitete Informationen unterstützen Sie bei Ihrem Einstieg an der Hochschule. UAS7 kann Ihnen viel bieten. Ein transparentes Bewerbungsverfahren ist einer der 7 guten Gründe, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS7-Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in Bremen. Innovativ und praxisorientiert präsentiert sich die Hochschule Bremen. Bei der Auswahl neuer Professorinnen und Professoren gewährleisten die fairen Bewerbungsverfahren einen besonderen UAS7-Qualitätsstandard. In der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät doziert Professor Dr. Ulrich Kuron. Er weiß, worauf es in Berufungsverfahren ankommt. Bei einer Hochschulprofessur und damit auch bei Berufungsverfahren werden hier an der Hochschule Bremen sehr hohe Ansprüche gestellt, sowohl an die wissenschaftliche Qualifikation als auch an die pädagogische Eignung. Ein weiteres sehr wichtiges Auswahlkriterium ist die Praxiserfahrung, über die die Bewerber, Bewerberinnen verfügen sollten, die sie in der Regel eben durch langjährige, einschlägige Tätigkeit in der Wirtschaftspraxis erworben haben. Ich war in Bezug auf meinen eigenen Berufungsvorgang hier an der Hochschule sehr positiv überrascht, auf welch hohem Niveau und mit welcher Professionalität hier Verfahren strukturiert sind und auch konsequent durchgeführt werden. Meines Erachtens sind entsprechende Qualitätsstandards und Handlungsfelder für ein solches Berufungsverfahren unbedingt notwendig, um auch ein gutes Ergebnis zu gewährleisten. Ich bin davon überzeugt, dass die Qualitätssicherung im Berufungsbereich zukünftig ein absolutes Muss darstellt, um gerade auch im Wettbewerb, sei es national oder international, bestehen zu können. Hier ist die Hochschule Bremen mit Sicherheit auf einem sehr guten Weg als Mitglied im UAS7-Verbund und ist bereits heute sehr, sehr gut aufgestellt. UAS7 hat sich auf gemeinsame Qualitätsstandards für Berufungsverfahren verständigt. Bei Ihrer Bewerbung können Sie sicher sein, dass die Auswahl nach klar definierten Richtlinien und fair erfolgt. Bei Berufungsverhandlungen berücksichtigen wir neben Ihren fachlichen Qualitäten auch Ihre Lebenssituation. UAS7 kann Ihnen viel bieten. One of the reasons why you should apply to join the UAS7 faculty is our strong international ties. Consider Berlin, for example. Berlin not only attracts millions of visitors with its history and culture, but is also home to some of Europe's most renowned schools of higher education. Among them, the Berlin School of Economics and Law, which is one of the UAS7 member universities. That is where Andreas Zabi, Vice President of the University of Economics and Law, teaches international management. At one point in my career,
I wanted to pass on my knowledge about the do's and don'ts of international management to the next generation of potential international business leaders. And I wanted to do so in an international context. The Berlin School of Economics and Law offered all of this. This also holds true for the other UASF partner universities. They're all truly committed to globalization. At the Berlin School of Economics and Law, we do so through a partnership network with over 150 international partner universities, with many of which we have double degree programs at the bachelor's and at the master's levels. We're committed to international student, faculty, and staff exchange, to international curricula, and we also run an English stream of classes that matches our German classes. If you join, you will become part of a faculty with members from around the world. You will be encouraged to participate in international research projects, to host and to attend international conferences, to teach and to do research. It will be a privilege to have you on board. We have a lot to offer. UAS7 has its headquarters in Berlin and liaison offices in New York and Sao Paulo, which oversee our partnerships with universities in the United States and Brazil. These and many other international partnerships offer attractive research and teaching opportunities for the UAS7 faculty. Researchers and professors can also profit from UAS7's attractive double degree programs and are encouraged to establish new ones. UAS7 has plenty to offer.